So, Freunde, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4 The Last Revelation. Und, oh Gott, fängt ja super an hier. Ups, was mache ich denn? So. So, geh tot. Geh tot, bitte. Dankeschön. So. Ja, hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4 Last Revelation nochmal. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht kämpfen, ich wollte jetzt eigentlich erstmal ein bisschen labern. Und zwar sind wir in einem neuen Levelabschnitt, und zwar im Sphinx-Komplex. Und ich habe mir mal hier ein bisschen aufgeschrieben, was da jetzt noch alles kommen mag. Ich lese das mal eben vor. Also wir sind jetzt im Sphinx-Komplex, danach geht es zu dem Tempel im Tal. Danach kommt die Pyramide des Menkaure oder sowas in der Art. Danach kommen wir in die Pyramide des Menkaure. Also das Level heißt, davor heißt Pyramide des Menkaure und danach heißt das Level in der Pyramide des Menkaure. Dann kommt die Mastabas oder sowas in der Art. Dann kommt die große Pyramide. Dann kommt die Königspyramide von Khufu. Dann kommen wir in die große Pyramide und schlussendlich kommen wir in den Tempel des Horus. Also der Tempel des Horus heißt das letzte Level. Und ja, das sind noch genau 9 Levelabschnitte, die wir beschreiten müssen. Und wenn wir das geschafft haben, landen wir wieder im Startbildschirm und das Spiel ist zu Ende. So, aber als allererstes gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Da fällt mir gerade ein, ich habe den Timer gar nicht gestellt. Na, das ist ja großartig. Also, wenn die Folge jetzt zu kurz oder zu lang wird oder was weiß ich, dann kann ich nichts großartig dafür, weil ich habe vergessen, meine Uhr hier hinzustellen. Muss ich einfach mal gucken. Mein Handy ist auch aus, verdammt. Na super, ich bin komplett unvorbereitet heute. Was soll denn das? Was liegt denn hier erstmal auf dem Fußboden? Ein Schlüssel. Für was? Für was kriegen wir jetzt schon einen Schlüssel? Für Silber. Silberschlüssel, super. Könnt ihr ja ruhig mal dabei stehen, für welche Tür. Ich nehme an, für diese hier. Na, das war ja jetzt nicht sonderlich schwierig. So, wir speichern lieber mal. Ich weiß ja nicht, was dahinter jetzt kommt. War ja eine ziemlich offene Gegend hier, aber auch ziemlich geil, wie ihr vielleicht schon seht. Und dort seht ihr natürlich auch schon die Ninjas. Wo war der andere? Wo war der andere? Es waren zwei. Feige Sau hat sich da hinten versteckt, also sowas. Na gut, na gut. Da hinten liegt auch schon was. Und zwar Schrotmunition. Juhu. Ach ja, ich wollte, hab euch ja was versprochen. Und zwar wollte ich ja, sobald ich hier in dem letzten Ding bin, sage ich mal, wollte ich ja die Uzis benutzen. Okay, das mache ich jetzt mal. Wir haben ja nur 1260 Schuss, also die werden schon alle gehen. Das sind ja jetzt nicht, bei der Uzi sind das ja jetzt nicht so viele Schuss, sage ich mal. Die Munition geht schnell zu Ende, kommt drauf an, wie viele Gegner das sind. Hier drüben ist ein Hebel. Den legen wir natürlich um. Leg ihn um. Der Hebel hat auf die Tür gezeigt. Ich nehme an, die Tür hätte sich öffnen sollen. Aber daraus wurde wohl nichts. So, da drüben ist noch ein Hebel. Wahrscheinlich müssen wir beide aktivieren, damit sich die Tür öffnet. Müssen wir mal ausprobieren. Lara. Och. Dass man sich immer so exakt hinstellen muss, das ist ja schrecklich. Ah. Jetzt ist die Tür offen und da unten haben wir auch schon einen Ninja gesehen. Na komm runter zu mir. Hier hinten bin ich. Na komm. Komm runter. Och, was wehrt der denn schon ab? Ich hab doch noch ja nicht geschossen. Sowas. Komm schon.
Alter! Die Uzis gehen ab, ey. Das ist gerade auf dem Headset so übelst laut, ey. Das ist... Mein Gott, mein Gott. Ich spiele das Spiel ja jetzt viel lauter, seitdem ich mit Outer City aufnehme. Und da ist das echt extrem. Weil ich so ein verdammt lautes Headset habe. So, ich wollte gerade auf die Zeit gucken, aber da... Ich habe ja keinen Timer gestellt, also... Haha! So, die Tür ist offen. Ich weiß nicht, ob ich schon gespeichert habe. Ich speichere einfach nochmal. Ja, ihr seht schon, die Gegend hier ist verdammt geil und auch ziemlich offen, wie es aussieht. So, da hinten kommen wir irgendwie hin. Hier sehen wir auch schon was. So, wir gehen erstmal hier hinten lang, falls das irgendwie möglich ist. Ich weiß gerade gar nicht. Müssen wir mal probieren, ob wir irgendwie darüber kommen. So, wir speichern einfach mal. Oh, oh nee. Bei weitem nicht ins tiefe Schwarz gefallen. Haha. So, aber ob wir jetzt... Kommen wir jetzt da irgendwie rüber? Ich glaube, das schaffen wir nicht mal mit einem Sprung mit Anlauf. Oder? Oder? Ah, knapp, aber nein. Knapp, aber nein. Da würde ich ganz ehrlich sagen, probieren wir es mal auf der anderen Seite. So, da geht es nämlich hier schon runter. So. Müssen wir irgendwie... Oh Gott. Sowas hasse ich ja, wo überall Schrägen sind, wo man dann wieder abrutschen kann. So. Ich kann mich auch nur noch an einzelne Abschnitte, sage ich mal, erinnern. Geht's da drüben jetzt dran, oder wie? Ja, okay. Gut, wir sind hier drüben. Dort ist eine Art Garagentor. Werden wir gleich öffnen. So, hier unten liegt ein großes Medipack. Das holen wir dann, wenn wir dann weiter darüber gehen. Das große Garagentor. Damit lässt sich logischerweise nichts machen. Nein. Wollt mal draufschießen. Draufschießen bringt auch nichts wirklich. So. Okay, dann holen wir uns mal das kleine Medipack. Das große Medipack. Es ist ja ein großes Medipack. Und sie hängt in der Luft. Was? So, der war schnell tot. Die Uzis haben natürlich echt Schaden, ne? Also, so kleine Gegner ohne Schutzpanzer, die jetzt, die sind dann natürlich schneller weg als keine Ahnung was. So, hier ist eine Tür. Eine Tür. Eine wunderbare Tür. Okay, gehen wir durch diese Tür. Und aufgetreten. Hier sind Kisten. Die zerschieße ich natürlich nicht mit den Uzis. Das wäre ein bisschen Munitionsverschwendung. Und jetzt nach zwei Gegnern haben wir schon nur noch 1134 Uzi-Munition. So, hier in den Kisten war gar nichts. Aber ich habe gesehen, man kann ja diesen Schrank verschieben. Und dahinter geht es wahrscheinlich auch weiter. Also verschieben wir mal diesen Schrank. So, wir nehmen unsere Waffen, schießen das kaputt und kriechen mal hier unten lang und gucken mal, wo wir da rauskommen. Wahrscheinlich hinter dem Garagentor. So, das muss man natürlich auch wieder kaputt machen hier. So, weg ist er. So schnell kann es gehen. Hier irgendwo, wenn ich mich recht entsinne, gibt es sogar ein komplettes Waffenlager. Das heißt, jede Waffe, die man im Spiel eventuell nicht mitgenommen hat, gibt es da. Ich glaube, fast jede. Hier, die Schränke kann man nochmal verschieben. Das mache ich mal. Vielleicht ist dahinter ja noch irgendwas.
So, ja, wir haben jetzt irgendwas Komisches aufgehoben, das weiß ich. So. Ich habe gerade nichts gesehen durch den anderen Schrank. So. Und nach vorne noch einmal. Wieder ein bisschen schieben, können wir ja. So. Ich speichere mal und schau erstmal, was wir gekriegt haben. Irgendwie so eine Schüssel oder sowas. Antennenschüssel. Nee, eine Be Metallklinke? Was? Wieso eine Metallklinke? Ach, eine Metallklinge. Ach, ich kann wieder nicht lesen, seht ihr, Leute? Metallklinke, haha. Metallklinge. So, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob uns das irgendwas bringt, wenn wir diese Schränke hier verschieben. Eine Schrotflinte. Ja, na klar. Das war jetzt voll die Zeitverschwendung. Für eine Schrotflinte. Noch ein Wunsch? Oh Gott. So, jetzt öffnen wir das Garagentor. So einfach gehen die mit der Uzi weg. Und hier haben wir natürlich noch Scharrotfalintenmunition. Oder was auch immer. So, jetzt müssen wir hier über den Graben wieder zurück mit unserer Metallklinge. Hoffen wir mal, dass das noch geht irgendwie. Oh, Geronimo! Ja. Nee, das wurde nix. So. Ach, ja. Yeah. So, wie geht es jetzt da wieder, back? Wie es aussieht, irgendwie gar nicht. Aber irgendwie muss es ja wieder zurückgehen. Irgendwie. Also wenn wir den Sprung von der Plattform vorhin nach hier geschafft haben, dann müssten wir den Sprung rein theoretisch auch wieder zurückschaffen. Das Gewitter hier im Hintergrund, das ist natürlich auch so episch, natürlich. Wer hat denn Angst von euch im Gewitter? Bei Gewitter. Ich liebe es. So. Die Frage ist ja jetzt, wie wir darüber. Ach, ich bin doch auch blöd, dass ich das vorher nicht gesehen habe. Hier ist natürlich auch schon eine Plattform und es ist gerade ein bisschen dunkel, deswegen mache ich einfach mal eine Fackel an. Speichern, falls dieser Sprung in die Hose geht. Nein, ging er nicht. Und jetzt noch darüber. Und zackack. So, und rüber. Hier ist wieder ein großes Tor. Und etwas anderes. Es sieht ja sehr interessant aus hier. Wollen wir es uns mal angucken, die Swings, die gerade total verpixelt und was weiß ich ist. Ah, da ist ein Steinchen. Ein Steinchen. Hör auf das Steinchen zu gucken, Lara. Guck auf die Katze. Ich will, dass du. Guck doch jetzt mal auf die Katze. Ah, sieht sehr elegant aus, auf jeden Fall. So, hier ist wieder so ein großes Tor. Davon hat man ja am Anfang schon eins. Die gehen ja nicht auf. Do not enter, ja. So. Und da würde ich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie ob die Folge zu kurz oder vielleicht zu lang ist. Ich habe kein Zeitgefühl bei der Sache jetzt. Was ich gucke, ist jetzt noch, ob es hier weitergeht. Ja, tatsächlich, mit vielen merkwürdigen Sprüngen und alles geht es dann da drüben auch weiter. Da drüben steht auch ein Gegner. So, aber wie es dann hier weitergeht, das sehen wir dann natürlich in der nächsten Folge, liebe Freunde. Und ich würde sagen, bis dahin, ciao.